Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer ganz neuen Trash-Wanderpaket-Runde hier auf meinem Kanal. Und zwar hat das Ganze hat die liebe Nasti ins Leben gerufen. Ich hatte ja vorher schon ein Tausch-Trash-Wanderpaket und das war jetzt quasi einmal die letzte Runde. Wir haben das jetzt erstmal aufgelöst und die liebe Nasti hat ein neues gestartet und zwar mit meiner Wenigkeit. Dann ist da noch die liebe Mariam mit dabei und die liebe Steffi vom Kanal Schminky Eis. Und ich werde euch deren Kanäle auf jeden Fall in der Infobox verlinken. Das ist jetzt quasi die erste Runde. Mariam hatte das Paket zuerst bekommen, also Nasti hat es losgeschickt an Mariam. Die hat ihr Video schon hochgeladen, das kann ich euch auch gerne einmal in der Infobox verlinken. Also da könnt ihr auch sehr gerne einmal vorbeischauen. Jetzt ist es bei mir. Es ist ein Riesenpäckchen. Ich bin so gespannt. Also ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal, bevor ihr das Ganze jetzt weiterschaut, einen Kaffee machen, was zu essen holen oder einen Saft, keine Ahnung. Und dann einfach entspannen und mir zuhören, lauschen und zuschauen. Und ja, ich freue mich sehr, das Paket jetzt auszupacken. Das Schöne an diesem Trash-Paket oder Wanderpaket ist, dass wir uns nicht nur auf Beauty beschränkt haben, sondern halt auch auf Lifestyle. Also ich habe gesehen, da sind auch Kochbücher mit dabei und ich bin so gespannt, was mich noch so überrascht, was ich da so finden werde im Päckchen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen auch gleich direkt mal an mit dem Auspacken. Ich werde das Paket dann als nächstes an die liebe Steffi von Schminky Eis schicken. Das geht nächste Woche raus. Und ja, also das Ganze wird auf jeden Fall ein längeres Video. Falls du an dieser Stelle neu bist auf meinem Kanal oder von einem der anderen Mädels, deren Kanäle kommst, freue ich mich sehr, dass du da bist. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du an dieser Stelle meinen Kanal einmal kostenlos abonnieren würdest. Das bedeutet mir sehr viel und dann sehen wir uns bestimmt bei meinem nächsten Video wieder. Und ich würde sagen, jetzt legen wir direkt los. Übrigens, die liebe Nasti hat noch, ich glaube, ein oder zwei Plätze frei in unserem Wanderpaket. Also wenn du Interesse haben solltest, schreib sie gerne an bei Instagram und dann können wir mal schauen. Vielleicht bist du dann ja demnächst auch noch mit ein Teil unserer Wandergruppe. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Genug Einleitung gequatscht. So, das Erste, was ich hier habe, ist einmal so ein, ich glaube, das ist ein Goodie-Tütchen und zwar von Marion. Hallo Ladies, ich wünsche uns allen ganz viel Spaß und Freude an diesem Trash-Paket. Für jeden von euch eine Maske. Ganz liebe Grüße, Marion. Da freue ich mich. Vielen Dank, meine Liebe. Da nehme ich mir dann doch gleich mal eine raus. Oh, passend doch jetzt zum Frühling. Wow. Und zwar von Cadea Vera, so eine Lemon Cupcake Maske. Die werde ich auf jeden Fall austesten. Mit Zitronen- und Vanilleextrakt. Tonerde Shea Butter. Das hört sich richtig, richtig lecker an. Und vielen Dank. Freue ich mich sehr drüber. Ich habe mir hier auf einen großen Ständer quasi hingestellt, wo ich das alles drauf lagern kann, weil sonst weiß ich nicht, wohin damit. Als nächstes haben wir hier ein kleines Kochbuch, Familienküche. Ich bin nicht so mit Kochbüchern. Also ich habe einen Thermomix und der hilft mir sehr durchs Leben. Bin ich ganz ehrlich, ich liebe den Thermomix. Ich möchte den auf keinen missen oder wieder hergeben. Von daher, Kochbücher brauche ich so nicht. Die würden dann halt gleich direkt wieder weitergehen. Dann ist hier noch ein Dr. Edgar Kinderkochbuch. Und ja, mein Sohn ist sowieso sehr einfach, was Essen angeht. Ne? Nudeln, Bockwurst und ja, eigentlich alles in Nudeln und Tomatensauce, keine Ahnung. Also brauche ich nicht viel. So, dann hat auch die liebe Nasti noch eine Goodie-Bag mit reingetan. Und auch da vielen lieben Dank. Und zwar können wir uns hier so eine Augenmaske, also so eine Beauty-Augen... Nee, Lip-Pads. Lip-Pads sind das. Cool, guckt mal. Da hat sie drei Stück noch reingepackt. Und da werde ich mir jetzt auch mal eine Lippenmaske von nehmen. Und zwar gerne diese Intensiv-Lips mit Hyaluron und Rosenwasser. Und dann haben wir nämlich hier von beiden noch eine mit dabei. Jo. Und die stecke ich da wieder rein. Und das geht dann weiter. Von M. Asam. Zweimal eine Nachtpflege.
Und die heißt Vinolift. Und ich habe aber so viele Tages- und Nachtcreme. Also von daher wird das auch beides einmal weiter wandern. Da benötige ich jetzt so nichts. Dann haben wir hier Dr. Bauers Flavor Floss. Was haben wir denn da? Was ist das? Ach, farbenfrohe blaue Zahnseide, die Spaß macht. Mit erfrischend coolem Arctic-Mint-Geschmack. Einmal Zahnseide. Sehr interessant, aber ich habe so viel. Ich habe auch noch Zahnseide ohne Ende zu Hause. Die hat man ja irgendwie auch immer gefühlt in jeder Ecke rumfliegen. Dann ist hier einmal so ein Kartenspiel mit drin. Style Poker nennt sich das. Ja. Keine Ahnung, wofür das sein soll. Wüsste ich jetzt überhaupt nicht. Also ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, Mädels. Style Poker. Kann ich gerade nichts mit anfangen. Die liebe Marion hat das auch so schön alles wieder eingepackt bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das wieder so hinbekomme. Keine Ahnung. Ich würde euch jetzt einfach zeigen, was hier alles so drin ist. Und am Ende suche ich mir was aus und zeige euch, für was ich mich entschieden habe. Dann ist hier einmal so eine kleine Klatsch mit drin. Die finde ich an sich richtig, richtig hübsch. Aber ich, von L'Oreal ist sie. Aber ich wüsste nicht, wann ich sie benutze. Weil sowas, ich gehe einfach so abends nicht weg oder so. Denn wenn ich mal auf eine Hochzeit oder so gehe, dann habe ich keine rote Klatsch, sondern eher meine kleine schwarze. Und ansonsten, ja, brauche ich die nicht. Dann ist hier eine Eyeshadow-Palette von Essence von Jasmin. Da gucken wir doch mal rein. Die ist auch noch komplett neu unbenutzt. Auch sehr hübsche Farben, aber man hat ja auch immer so viele Lidschattenpaletten. Dann haben wir hier noch ein Kochbuch. Das Balm Thai Kochbuch. Wie gesagt, Kochbücher brauche ich nicht, also wandert das auch gleich hier wieder mit dazu. Ui, ich brauche mehr Platz. Ich bin gespannt, ob ich das alles wieder gepackt bekomme, Mädels. Also seid mir nicht böse. So, dann haben wir hier so zwei kleine Balea-Waschgele in Tütchen. Wahrscheinlich einfach nur zum Schutz, dass sie nicht auslaufen. Aber genau das habe ich gerade bei mir in der Dusche stehen, aber in groß. So, dann haben wir hier eine Essence Lidschattenpalette. Never Give Up Your Daydream. Und auch die ist noch komplett neu. So richtig hübsche Pastellfarben. Eigentlich ganz schön jetzt für den Frühling. Aber ich finde die doch sehr, sehr hell. Ich weiß nicht, wie da die Pigmentierung ist. Also, ich weiß noch nicht. Also ich muss mal schauen. Ich überlege mir das mal noch, weil gerade jetzt bin ich so auf dieses Bunte. Irgendwie, keine Ahnung, sieht man jetzt heute nicht bei mir, ich weiß. So, dann haben wir hier von Tarte ein Skin Perfector. Das spricht mich ja schon eher an. Ich mag Tarte total gerne. So sieht der einmal aus. Kommt auch mal mit auf den Vielleicht-Stapel. Dann sind hier nochmal Augenpads. Aber da habe ich ja auch so viele noch in meinem Kühlschrank und auch, ja, ne? So, eine Cleansing Milk von, keine Ahnung, Gentle, weiß es nicht, eine Reinigungsmilch. Oh Mädels, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ah, ich sehe gerade eure ganzen Punkte, die ihr da drauf geklebt habt, ne? Ich habe noch keine Punkte. Ich muss mal gucken, wie ich das markiere dann, was ich da reinpacke. Ja, wir gucken mal. Was ist das? Was ist das? Wenn ich das mal wüsste. Keine Ahnung. Ist das so ein Beauty-Schwämmchen? So? Zum Trocknen? Könnt ihr mir gerne schreiben. Keine Ahnung. So, dann haben wir hier... Ach, guck mal. Das ist ja auch interessant hier. Das könnte vielleicht für Handdesinfektionsmittel sein. Einfach zum Auffüllen. Ne? Wenn man dann, damit man unterwegs immer was dabei hat. Ist auch eine coole Idee. Dann ist hier von Nuxie Sun eine Anti-Aging Cream mit einem SPF von 50. Ah, das finde ich ja super. Gesicht. Die ist auch fürs Gesicht. Die werde ich mir bestimmt rausnehmen. Weil ich habe jetzt nur eine mit einem SPF von 30 und die ist mir ein bisschen wenig. Mal gucken. Dann haben wir hier eine neue Augenbrauenfarbe von Sayos. Cool. Und ich glaube, die werde ich auch nehmen, weil meine ist fast leer. Und ich wollte die unbedingt mal austesten. Also das kommt mal, ich gucke mal. Dann ist hier von Olaplex
so ein Haarserum. Das brauche ich nicht. Dann haben wir hier eine Multipurpose Balm mit Aloe Vera for Dry Lips and Skin. Betty's Magic Balm. Dann ist hier von Current Body Skin eine Augencreme. Ich habe leider auch so viel Augencremes, also von daher wandert die auch weiter. Vielleicht kann jemand anderes sie gebrauchen. Ach, davon habe ich auch zwei zu Hause. Also von daher geht die auch definitiv weiter. Von Pretty Natural so eine Hydrating Foundation von Essence. Da habe ich, wie gesagt, zwei verschiedene Farben von. Die habe ich mir im letzten Jahr im Ausverkauf gekauft, aber bisher auch noch nicht getestet. Also, aber die soll richtig toll sein, Ladies. Die soll sehr toll sein. Dann ist hier, keine Ahnung, irgendwas zum Aufblasen mit drin. So, ein Intense Hydrating Serum von Crayon Skin System. Ah, ein schöner Pinsel von Santi Cosmetics. Den finde ich ja auch sehr schön. Ha, ja, überlege ich mal. Pinsel kann man nie genug haben. So, was haben wir hier? Current Body, ein... Ah, der war der Deckel ab. Daily Foaming Cleanser. Gesichtsreinigungsschaum. Ha, ist das ein Schaum? Ja, hat so einen Schaumpumper. Ah, finde ich auch. Current Body Skin. Finde ich auch spannend. Mal gucken. Hier ist noch was von Current Body Skin und zwar das Daily AHA Tonic, passend dazu. Ich weiß nicht, mal schauen. Dann haben wir hier einen Balancing Cleanser von Soul Clean. Von Judith Williams, Niacinamid Gesichtspeeling. Das ist ja auch cool, aber ich habe zwei Gesichtspeelings noch und von daher geht die einmal weiter. Die ist mit 20% Vitamin C. Das ist ja auch toll. 5% reines Niacinamid. Warum liest du dir das alles durch, Stefanie? Ha, ich weiß noch nicht. Aber ich habe... Ja, nein. Nein, das geht weiter. Nein, nein, nein. Ich habe mein Gesichtspeeling, mein Fruchtsäurepeeling und das ist auch super. Dann gibt es hier eine Tagescreme von La Cura mit einem Lichtschutzfaktor von 15 für sehr reife Haut. Die brauche ich jetzt nicht, so eine Vital-Tagescreme mit Duo-Calcium und Aminosäuren. Aber ich hatte mal von, die ist von Aldi, ich hatte mal von Aldi, von La Cura, diese Gelcreme. Oh, die ist toll, diese Aqua-Creme. Die ist richtig, richtig toll, habe ich jahrelang benutzt. So, ein... This Is Me Lipstick in der Farbe 01 Freaky. Also ich weiß, diese This Is Me, da habe ich auch zwei Stück von, aber die 01, die ist mir immer definitiv zu hell. Von daher, das ist ja auch alles noch zu, deswegen packe ich das auch nicht aus. Dann haben wir hier noch ein Shine Powder von Olac. Auch da habe ich noch zwei Shine Powder, von daher brauche ich das auch nicht. Dann ist hier ein Parfüm, Wish Chopin. Das habe ich früher auch mal gehabt. Früher mochte ich das mal, aber irgendwie, ja gut, die Düfte ändern sich, ne? Also die Geschmäcker. Und das ist jetzt auch nicht mehr so mein Duft. Aber früher hatte ich den und da mochte ich den. Hier haben wir ein Soufflé de Pylonis. Ich habe keine Ahnung. Leute, soll das einfach nur ein Ring sein? Das sieht aber schon cool aus, oder? Da ist oben so eine Flüssigkeit drin, ne? Aber das ist ein Ring. Hat ja was, ne? Aber ich bin nicht so... Ich habe meinen Ehering, was anderes trage ich eigentlich nicht an den Fingern. Von daher packen wir den da mal wieder schön rein. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht böse, dass ich den da rausgeholt habe, Mädels. Aber ich musste mir das ja angucken, als wäre nichts passiert. So, dann ist hier ein roter Nagellack noch mit drin. Ne? Auch eine sehr schöne Farbe, aber ich glaube, da habe ich noch 10 weitere von. Dann ist hier ein Cognac-Gesichtspeeling-Schwamm von Evelyn. Sowas habe ich früher auch mal gehabt. Mochte ich nicht, habe ich weggeschmissen. Dann ist hier eine Zahncreme, Orbimed, so eine Zahnpasta. Aber da habe ich jetzt auch mir drei Stück im Backup gekauft, weil die im Angebot waren. Von daher geht die auch weiter. So, Current Body hört einfach nicht auf. Nochmal dieses Hyaluronic Acid Serum. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon hatten. Dann ist hier eine Nachtcreme. Naturkosmetik mit Traubenkernöl, Biana. Das hört sich ja auch spannend an. Traubenkernöl, ideal für beanspruchte trockene Haut. Nein.
Nein, nein, nein. So, dann haben wir hier noch einen Lippenstift in der Farbe 08 Strong. Auch ebenfalls von Essence. Und der sieht halt sehr, sehr dunkel, so gräulich kühl aus. Also das wird nicht mein Farbton sein. Dann ist hier so eine Mio Body Butter. Die wird aber auch definitiv gleich weitergehen, weil ich hatte von Mio mal so ein Micellen-Duschgel. Das war eine Katastrophe. Mochte ich überhaupt nicht. So, Summer Lotion Copacabana von Balea, so eine Limited Edition. So, ich habe den Boden erreicht. Dann ist hier ein Deodorant von Naomi Campbell. Das klingt ja auch vielversprechend. Weiß ich noch nicht, mal gucken. Dann haben wir hier einen Mikroderm-Regenerator. Time Control, Anti-Aging, Concealer und Make-up. Etrebel. Was ist das für ein Farbton? Ein Anti-Aging-Make-up. Das finde ich ja schon wieder spannend. 02. Das könnte ja vielleicht passen. Na, das finde ich ja schon wieder spannend, sowas. Mal gucken. Dann ist hier noch von Oolag, auch nochmal eine Foundation. Skin to Skin, 03 Ivory. Foundations, da kriegt ihr mich ja eigentlich so mit, ne? Vor allem, wenn ich dann noch nichts getestet habe. Oh mein Gott, ist die schön, die Verpackung. Eieiei, Skin to Skin, effortless. 03 Ivory. Oh, nee, weiß ich nicht. Muss ich nochmal gucken. Weiß ich noch nicht, mal gucken. So, dann haben wir hier noch zwei Boxen. Oh Gott, da ist aber auch noch was zwischen gewesen. Moment, dann haben wir hier noch eine Haarspange. So. Dann ist hier noch ein Hairdressers Invisible Oil von Bumble and Bumble. Und Dr. Susanne von Schmiedeberg. Oh mein Gott, die war so gut. Die werde ich behalten. Das war, da hatte ich eine Probe von. Die ist wirklich mega. Die werde ich behalten, definitiv. Ganz, ganz tolle Gesichtscremes. Tut mir leid. Das ist meine. So, also, fangen wir hier mal an mit der ersten kleinen Box. Ich muss mal eben kurz ein bisschen Platz schaffen. Aber bevor wir an die Box gehen, nehme ich hier noch die ganzen anderen kleinen Teile noch mit raus. Dann haben wir hier von Pixi ein Clarity Konzentrat. Das. Dann ist hier noch so ein, oh, das ist ja auch hübsch, ne? So ein Haarband. Aber ich habe halt eben, ja, ich kann nichts machen mit meinen Haaren, ne? Nicht so viel, also so frisurentechnisch. Dann ist hier noch von Pixi Hydrating Milky Serum. Also es gehört beides wohl zusammen. Dann haben wir hier noch von Clarity Cleanse ein Daily Gel Cleanser. Und von Gatineau ein irgendwas Radiance mit Vitamin C. AHA, Fruchtenzyme, wahrscheinlich auch so ein Fruchtsäurepeeling. Achso, das war so eine Pinseltasche. Genau, die habe ich auch gesehen, aber sowas brauche ich auch nicht. Und einmal hier für ein iPhone, so eine schöne Handyhülle, aber ich habe kein iPhone. Aber die Hülle ist sehr hübsch. Und dann ist hier noch eine Hydrate-Maske. So, hier waren noch solche Schubladenteiler. Auch die brauche ich nicht. Ich habe meine Schubladen soweit mit Boxen vollgefüllt. So, noch zwei Masken und zwar von Garnier. Einmal Hyaluron-Shot und einmal Vitamin-C-Shot. Und das ist halt so eine Maske, die kann man sich selber mixen. Und die mit Vitamin-C, die werde ich mir mal beiseite packen, denn ich stehe auf Vitamin-C. Dann ist hier noch so ein Strumpfband für eine Hochzeit. Ja, ich bin ja schon verheiratet, von daher brauche ich nicht. Ja, wie gesagt, ich werde mal eben kurz ein bisschen Platz schaffen mit der ersten Box. Und zwar haben wir hier einmal von Purelei. Ich weiß nicht, ob das so kleine Armbänder sind oder so. Und von B-Routine so zwei Fruchtsäure-Kräuterkuren-Peelings. Dann haben wir hier noch von Ariel eine Highlighter-Palette von Catrice. Auch die ist noch komplett neu unbenutzt. Aber das sind nicht so meine Farben. Und das ist ja auch eine riesen Palette, so, die wird ja eine halbe Ewigkeit halten. So, von Zoeva ist hier eine Heritage Eyeshadow Palette. Und auch die, ja, sind halt alles echt noch so neue, unbenutzte Sachen. Ist auch sehr hübsch von den Farben her. Hat richtig, richtig tolle Farben damit drin.
Oh wow, was ist hier alles drinne, Ladies? Von Perfect Match, diese Nude Foundation, die ist richtig toll. Ich habe sie eine Nuance heller, von daher brauche ich sie ja nicht nochmal. Dann haben wir hier von... So, Eyeshadow Sticks sind das, glaube ich. Eye Crayon von Zoe Eva, genau. So, zwei solche Augenstifte. Mal gucken. Und zwar die Farbe Phonology und Morphology. Also einmal etwas dunkler und einmal etwas heller. Mal gucken, wie der hellere hier, der hat so einen goldigen Ton. Das sind jetzt aber auch für mich zu dunkle Lidschattenstifte. Beide. Die sind sehr, sehr kupfrig und goldig. Dann ist hier ein Lippenstift von Trended Up. Ein Ultra Matt Scheinlipstick in der Farbe 060 Matt. Eine False Lash Mascara von Metamorphose Dermatique Vivien Sabot. Eine Mascara. Dann haben wir hier nochmal so einen High Shine Lip Gloss von Essence. Ein kleines Parfüm von Balea, Sternenschweif, ein Eau de Toilette. Dann ist hier Perfect Lash, eine Mascara Perfect Stay, Stage Color Cosmetics, eine wasserfeste Mascara. Hier sind ja noch mehr von diesen Zoeva Stiften. Noch zwei Stück, ne? Ist da eine dabei für mich? Und zwar Typologie und Mythologie. Gucken wir doch mal, wie die Farben aussehen. Der hat schon einen hübscheren Farbton. Der könnte mir gefallen. Das ist so ein schöner brauner Stift hier. Kommen wir auf den Vielleicht-Stapel. So, von Pixie, Hello Kitty, Endless Silky Eye Pen. Ja, das ist so ein schwarzer Augen-Kajalstift. So, Smashbox, Liquid Metal. Oha! Oh, nein! Auf gar keinen Fall! Wow, was für eine heftige Farbe. Nein, das ist für mich zu heftig. Heftig, heftig, heftig. Okay, dann haben wir hier von Too Faced Rich Dazzling High Shine Sparkling Lip Gloss. In der Farbe Hidden Talents. Oh, also die Verpackung ist ja wunderschön, aber die Farbe, die ist leider auch nichts für mich. Dann ist hier nochmal von Vivien Sabot eine Lengthening Mascara mit drinne. So, das nimmt kein Ende. All Tigers Natural and Vegan Liquid Lipstick. Pinky Pink. So, Zoeva. Ah, hier gibt es auch nochmal Lip Crayon. In der Farbe Way Too Soon. Und Forever Jean. Ah, der sieht schön aus. Das ist eine schöne Farbe. Mal gucken. Vielleicht. So, dann haben wir hier Crystal Shine Gloss von Oolac. Pink Glam. Also Pink ist ja eigentlich nie so meine Farbe. Sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus, aber so rosa, pink, steht mir nicht. Noch eine Mascara von Vivien Sabot. Volume Curling Mascara. Dann haben wir hier von ein Matte Liquid Lipstick. So ein schönes Rot. Hier ist ein Eye Booster. Ein Lash Serum and Liner, sogar in Schwarz. Dann ist hier noch ein Lipgloss, würde ich sagen, von Nabla. In so einem Braun. So, dann haben wir hier noch von NYX so ein Duo und eine Aloe BB Cream von Hypoallergenic, aber 01, das ist auch sehr, sehr hell. Dann ist hier noch ein Lidschatten, so ein heller, nee, Beyond Powder Highlighter. Highlighter ist das. Ein Lippenstift, da habe ich, ach, den habe ich sogar, die 020, dieser Sparkling von Catrice ist der, genau. Und dann haben wir hier noch von NYX solche Foil, so Pigment, habe ich aber auch schon mal ins Trash-Paket gelegt, weil das benutze ich sowieso nicht. Dann ist hier noch ein
Eyeshadow Primer mit drin. Und dann haben wir hier den Bonnie Luminizer. Ich glaube, alle von euch kennen den Mary Luminizer. Das ist der Bonnie Luminizer. Dann haben wir noch von Essence, Kissed by the Light. Essence Couldn't Care More. Das ist ein Eyebrow Scrub. Und noch eine Yves Rocher Botanical Color Palette. Auch schöne, nudige Erdtöne. So, dann haben wir hier noch ein Skyliner Automatic Gel Liner. Und hier zu guter Letzt die 5 in a Box von Catrice. Die 060 Vivid Burgundy Look. Jo. Ich packe das alles einmal schnell wieder ein. So, und die letzte Box, dann habt ihr es geschafft. Und ich auch. So, da gucken wir hier nochmal rein. Was haben wir hier schön? Und zwar Purelei haben wir hier nochmal was mit drin. Schmuck. Und das ist eine Halskette. Oder was haben wir hier? Aber so Gold. Ist das eine Halskette oder was ist das? Also hier haben wir so einen Schmuck. Ich weiß nicht, ob das eine Halskette ist. Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Necklace. Ja, würde ich sagen. Halskette. Dann ist hier noch ein Lippenstift von L'Oreal. Nude Heaven. Von dieser Glow Paradise Reihe. Ist sehr, sehr schön. Habe ich aber selber. Dann haben wir hier noch eine Mini Pigmentpalette. Gucken wir hier nochmal rein. Oh ja, das sind mal spannende Farben. Jetzt ist sogar mein Akku leer. So lang ist es schon geworden. So, dann haben wir hier noch von By Terry ein Hyaluronic Hydra Powder. Dann ist hier der Highlighter von Banana Beauty. Das ist bestimmt der, nee, die Sparkle. Aber ich habe ja jetzt den Shim Shim Shady. Von daher würde ich den jetzt nicht nehmen. Aber ist auch eine schöne Farbe. So ein heller Champagnerton. Dann ist hier von Kess eine Black Day Mascara. Einfach eine schwarze Mascara wahrscheinlich. Ne? So. Dann ist hier ein Nail-Lacker. In so einem schönen, hellen Ton. Auch sehr schön. Und hier haben wir noch ein Bath and Body Oil. Mit Sandalwood, also Sandelholz und Lemon. Sieht auch interessant an. Bath and Body Oil. Mhm. Habt ihr gesehen. Eingepackt, damit es nicht ausläuft. So, dann haben wir hier noch von Pixie ein Brow Tamer. Das ist halt so ein durchsichtiges Augenbrauengel. Und ein Illuminating Primer mit einem SPF von 15. Und dann ist hier noch drin ein Hydroserum. Ja. So. Okay, ihr Lieben. Ich werde das Ganze jetzt nochmal schön in Ruhe durchschauen und werde euch am Ende dann einmal sagen, was ich behalten werde. So. Nach gründlichem Überlegen und nochmal alles durchgucken, habe ich mich nun für ein paar richtig tolle Sachen entschieden und ich freue mich schon so sehr, das auszuprobieren. Also, als erstes habe ich mich jetzt rausgesucht, ja, von Dr. Susanne von Schmiedeberg, die L-Carnosin Anti-Age Cream für trockene Haut. Die ist wundervoll, die werde ich auf jeden Fall behalten. Dann habe ich mir von Zoeva den Lip Crayon rausgesucht, in der Farbe Forever Jean. Das ist einmal hier so ein Lippenstift in so einem richtig hübschen Frühlingsfarbton, finde ich. Also der schreit nach Sonne auf den Lippen. Und dann habe ich mich für die wunderschöne goldene Halskette entschieden von Purelei. Und ich kann es nicht anders lassen. Ich bin halt ein Foundation-Mädchen und ich habe mich für beide Foundations entschieden. Es tut mir leid, liebe Ladies, aber ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß es nicht. Ich muss beide haben. Also, I'm so sorry. Ich bin halt eine Foundation-Queen.
Dann habe ich mich für die Nuxi Sun 50 entschieden. Und noch von Tarte diesen Glow Tischen Skin Perfector. Und von Zios das Augenbrauen. Farbgel, die Augenbrauenfarbe. Ja, das sind die Produkte, für die ich mich entschieden habe. Ich werde jetzt ein paar neue Produkte wieder ins Paket reintun. Und dann geht das Ganze zu Steffi von Schminky Eyes. Ich freue mich sehr, dass ihr jetzt bis zum Ende dran geblieben seid. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, ich werde euch die Kanäle der Mädels in der Infobox verlinken. Schaut da gerne vorbei. Auch das Video von Marion, wenn ihr da gerne schauen möchtet, werde ich es euch reinsetzen. Und dann kommt als nächstes die liebe Steffi. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle bei euch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.